freue mich, dass ihr hier seid. Hab auf euch gewartet und jetzt seid ihr endlich da. Ja, hier seid ihr auf Ibiza. Ich bin jetzt hier in Ibiza, um mein Album aufzunehmen, mein drittes Album. Wir haben jetzt jedes Album hier auf Ibiza aufgenommen. Ja, es ist schön hier. Man kann sich entspannen, sich hinlegen, was schlafen. Ich habe Erholung hier, aber ich muss genauso arbeiten, natürlich. Weil ich bin ja eigentlich für mein drittes Album hier. Ich fange jetzt direkt mal an, euch einfach so ein bisschen was zu zeigen. Fangen wir mal oben an, würde ich sagen, beim größten Teil des Hauses. Folgt mir einfach. Hier, das ist die größte Vorliebe meines Managers, Produzenten. Er mag sehr, sehr gerne Schildkröten, Haie, Dinosaurier. Muss aber nicht unbedingt in meinem Zimmer hängen. Hier geht's weiter mit der riesengroßen Sitzecke. Auch natürlich für viele Leute gemacht. Kann man sich schön drauf hinlegen, ausruhen, einfach chillen. Hier ist Rockalisa, das ist so der Ort, wo das sehr nah dran liegt. Und hier ist ungefähr das Haus, wo wir gerade sind. Hier draußen ist eigentlich mein Lieblingsort, weil, ich meine, guckt euch das mal an. Ich habe hier einen Pool, in dem ich mich jede Zeit reinschmeißen kann, wann immer ich will. Mit einem kleinen, antäuschenden Krokodil, damit die Leute Angst haben, in den Pool reinzugehen. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Ach, mir fällt gerade da hinten auf, da sitzt ja jemand, meine Managerin. Hallo, Ele. Alles okay? Super. Alle fühlen sich hier wohl, das ist doch toll. So, und jetzt kommt überhaupt die größte Überraschung auf diesem ganzen Grundstück. So, und hier die kleinen Schildkrötchen. Die ganz kleinen Tierchen, die ganz zierlichen kleinen Tierchen. Jetzt essen sie, ist alles ziemlich langsam im Schildkrötengehege. Das sind halt Schildkröten, da bewegen sich nicht wirklich viel. Der hier, weiß ich nicht, ist krank oder so. Nicht so wirklich Bock zu essen, deswegen mal gucken. Ach doch, jetzt hat er auch was gemerkt. Super, Reaktion kam ja schnell. Reiten. Arme Tier, tut mir leid, das kann auch nicht mehr gehen, weil ich unglaublich schwer bin. So, jetzt kommt Angriff der Killer-Schildkröten. Alle kommen zu mir. Ich habe nichts mehr zu essen. Bitte lass mich in Ruhe, ich habe Angst. Nein, Hilfe. So, da es hier unglaublich heiß ist, kühle ich mich jetzt ein bisschen mit meinen Füßen ab, setze mich ein bisschen an den Poolrand, lass die Füße einfach mal in den Pool baumeln. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich ein sehr sonniger Mensch bin. Gute Laune gibt mir die Sonne, Energie. Und ich finde eigentlich, das ist eigentlich das Wichtigste. Aber wenn man mit guter Laune aus dem Bett steigt, ist der Tag gerettet.